Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Live-Sendung hier im Connect. Wir sind heute wieder live in unserem Studio. Allerdings ist es heute eine Sondersendung. Das heißt, wir haben heute keinen Interviewgast wie sonst immer da, sondern wir haben vor, euch heute mal unser Studio zu zeigen. Ja? Unser Studio ist ja nur ein begrenzter Teil, den ihr heute hier sehen werdet, den ihr seht normalerweise, aber heute werden wir euch auch mal den Rest zeigen. Also, wie schaut es aus mit Technik und so weiter und so fort. Ja, wenn ihr Lust habt, auch mal in so einem Studio und beziehungsweise in unserem Studio heute hier mitzumachen generell, dann seid ihr hier willkommen jederzeit. Meldet euch bei uns. Wir suchen immer noch junge Leute, die Lust haben, die Redaktion mit uns zusammen zu machen. Da gibt es viele verschiedene Aufgaben und die werdet ihr auch in dieser Sendung heute kennenlernen und sehen und wir werden euch davon berichten. Also einfach mal auf Facebook uns anschreiben, Bescheid sagen, wenn ihr Lust habt mitzumachen oder eben auf unserer Website bzw. per E-Mail könnt ihr uns auch immer erreichen. Die E-Mail-Adresse ist info@connect-fürth mit UE und dann .de. Ja, genau. Vielleicht fragt ihr euch jetzt aber auch schon, wo ist denn eigentlich das Jugendmedienzentrum Connect und wie kommen wir da hin? Was ist das eigentlich genau? Was machen die denn für Sachen? Ja, das ist ja hier nur ein Teil, den wir machen. Und was das Jugendmedienzentrum Connect ist, zeigt euch jetzt der erste Film, den wir euch zeigen wollen. Hier sind ein paar Impressionen und Bilder vom Connect.
Ja, ich sehe, das Connect hat viele verschiedene Projekte und Angebote für Jugendliche vor allem. Das heißt, wenn ihr da irgendwas gefunden habt, was euch angesprochen hat, schaut auch mal vorbei. Ansonsten, wie schon gesagt, hier die Redaktion sucht auch noch fleißige Mitglieder, die Lust haben, ja, da mal mitzumachen, zu moderieren, so wie ich heute, oder hinter der Technik zu stehen. Man muss da auch nicht viel können oder so, man muss einfach nur Lust und Interesse mitbringen. Und wenn man das hat, dann ist man hier genau richtig und kann einfach mal mitarbeiten, mal rauszufinden, wie das Ganze so funktioniert und einfach mal Spaß haben mit uns hier in der Redaktion von Angekommen in Fürth. Ja, ihr seht ja, wir haben ein Retro-Studio hinter mir. Seht ihr zum Beispiel einen dieser alten Globusse oder so alte Bilder. Das nennt man Retro und das ist unser Studio. Aber es kann natürlich auch noch viel mehr. Wir haben zum Beispiel eine Greenbox. Und wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt mal. Dazu stehe ich mal kurz auf und die Kamera muss natürlich kurz das Bild auch wechseln, damit man sieht, dass hier überhalb unseres Studios eine Leinwand ist, die man runterfahren kann. Greenbox heißt ja, dass sie auch grün sein muss, natürlich. Also die Farbe grün, kommt natürlich auch vor. So, jetzt habe ich sie runtergefahren. Und jetzt kann man mit dieser Greenbox ganz tolle Sachen machen. Und zwar Greenbox bedeutet eigentlich, dass man mit der Kamera alle Grüntöne, die jetzt in diesem Bild zu sehen sind auf der Kamera, also hinter mir die grüne Wand, die kann man entfernen und dafür das Bild von dem PC zum Beispiel einfügen. Und mit dem PC kann man natürlich ganz verschiedene andere Bilder auch mit einfügen. Das heißt, jetzt sieht man schon mal mich nochmal doppelt, also die Kamera quasi doppelt hinten in der grünen Wand. Ja, seht ihr das? Und das Tolle ist, jetzt kann man natürlich auch ganz andere Sachen machen und kann man zum Beispiel mich, oh, ein kleiner Fehler ist da unterlaufen, mich kann man da zum Beispiel auch bei den Pyramiden dann einblenden. Seht ihr da schon mal die Pyramiden und eigentlich müsste ich dann demnächst jetzt auch hier noch erscheinen. Mal gucken, ob das noch passiert. Na, irgendein kleiner Defekt ist doch da. Auf jeden Fall ist es so, jetzt sieht man schon mal ein bisschen was. Also das kann man natürlich noch viel besser machen, aber gut, unser Studio ist auch ganz neu und jung, also wir haben das quasi jetzt erst so richtig alles aufgebaut und müssen es noch etablieren. Genau, aber jetzt seht ihr mich direkt vor den Pyramiden, das könnte jetzt auch sein, dass ich da einfach sitze und in Ägypten bin und von euch von hier aus erzähle. Also da kann man auch ganz tolle Sachen machen, wo man sich dann einfach woanders hinschickt. Oder man kann auch machen, dass man zum Beispiel, wie man jetzt sieht, da in Omas Wohnzimmer sitzt mit so alten Tapeten, ja. Oder ja, vielleicht hier nochmal, genau, das ist mehr Oma vielleicht. Also jetzt bin ich hier bei Oma in der Küche oder so und berichte von dort aus. Genau, also man kann da ganz viele verschiedene tolle Sachen machen. Man kann natürlich auch, wie bei der ARD oder so zum Beispiel, so ein Studio einblenden und viele andere Sachen machen. Also da hat man auch nochmal so spielerische Freiheit und viele verschiedene Möglichkeiten auch. Ja, jetzt interessiert euch natürlich auch, wie kommt jetzt dieses Bild und wer macht es jetzt, dass das Grün wegkommt und so weiter. Also wie schaut es mit der Technik aus, wer steht da? Heute ist es so, dass der Flo bei uns die Technik macht. Das heißt, wir machen jetzt mal einen Kamerawechsel. Ich gehe hinter die Kamera und dann zeigt uns der Flo mal, was er da so macht. Ja. Hallo Flo, man sieht ihn gleich im Bild, noch ist der Kopf abgeschnitten. So, jetzt, ich übergebe mal das Mikrofon an den Flo und der Flo wird uns jetzt mal dann erzählen, was er so für Technik hier hat, was er damit machen kann und ja, dieser Job wäre dann natürlich auch zu vergeben vielleicht, wenn dann einer Lust hat von euch hier mit in der Redaktion mitzumachen. Ja, hallo erstmal, ich bin der Florian. Gut, ja, mich kann man leicht ersetzen, das ist kein großes Thema. Ich mache heute hier mehrere Jobs, wir haben hier verschiedene Techniken, die wir brauchen, um eine Live-Sendung zu machen. Die Kamera, die der Hendrik gerade bedient, in die ich gerade hineinschaue. Dann haben wir noch eine zweite Kamera, die schaut eigentlich genauso aus. Genau, der Hendrik zoomt jetzt gerade hin. Genau, das sind unsere Kameras. Wir können auch noch mehr anschließen, aber für eine noch kleine Redaktion reichen erstmal zwei Kameras, um eine Großaufnahme und Detailaufnahme zu machen. Genau, und dann brauchen wir Licht, da stehen so ein paar Lichtstrahler. Dekoration haben wir schon gezeigt, und noch ein paar alte Sessel. Ja, und jetzt kommen wir so zu unserer Technik, die eigentlich die Sendung erst ermöglicht. Da haben wir hier unsere kleine Schalt- und Waldzentrale. Wir brauchen eine Steuerung für unsere Kameras, für unsere beiden. Da haben wir hier quasi dieses Gerät, wenn er mit der Kamera kommt. Das ist ein VJ,
Pult. Wir arbeiten jetzt hier bei der Sendung analog. Wir haben auch noch digitale Technik, aber die taugt eigentlich ganz gut. Mit der kann man schön experimentieren. Und dann haben wir hier unsere Kontrollmonitore für die Kameras und auch für den Computer, für Sachen, die wir von außen einspielen. Dann sieht man hier den Computer oder den Bildschirm, auf dem wird unser Streaming-Programm angezeigt. Also wir streamen über Windows Media, Flash Media Encoder. Und der zeigt uns gerade den aktuellen Stand, was das Eingangssignal ist, was rausgeht und dass es auch alles läuft und keine Probleme gibt. Genau, und es geht dann über den Rechner, der steckt auch noch da unten mit drin. Und dann braucht es natürlich noch was für einen Ton. Da haben wir eine ganz kleine Lösung. Das ist ja sozusagen für den Hausgebrauch, ein Mischpult für den Hausgebrauch. Aber das reicht für diesen Einsatz. Da können wir unsere Mikrofone anschließen und dann noch einen Computer für die Geräusche und für die Videoclips. Genau, und daneben steht der Laptop und da ist unsere Abspielsoftware, Screen Monkey heißt das ganze Teil. Das kannst du mal auf groß machen. Da sieht man, da kann man extrem viele kleine Videoclips einbetten und dann abschießen. Und genau, damit steuert man dann unser Videoplayer. Genau, und das ist es schon fast gewesen. Oder sagen wir, das war es eigentlich. Ein Kopfhörer und ein bisschen Technik, noch ein paar Computer außenrum, mit denen wir dann unsere Videobeiträge schneiden. Da hinten ist noch unser Touch-PC, unser schöner großer, an dem man dann noch kurz was vorbereitet für die Sendung und auch kontrolliert. Und da haben wir noch einen Kontrollmonitor. Da sehe ich mich in unendlichen Weiten. Ja, damit man als Moderator weiß, was passiert gerade. Und das war es dann auch schon. Das ist so unser kleines Studio. Und man kann da noch vieles mehr machen, wenn man Leute findet, die Lust und Laune haben. Dann gebe ich mal wieder über an Hendrik. Ja, danke Flo für das Einweisen der Technik, mal zu sehen, was da eigentlich hinter den Kulissen sich abspielt. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend und vielleicht ist ja der eine oder andere von euch wirklich auch Technik-Fan oder hätte da mal Lust, sich irgendwie reinzuarbeiten. Das wäre natürlich super gefragt und wenn ihr Lust habt, meldet euch bei uns. Da kann wirklich eine tolle Sache entstehen und wir können hier zusammen arbeiten und in diesem Studio quasi Großes vollbringen. Ja, natürlich kann man diese ganze Technik und alles nicht immer mitnehmen. Also wir sind ja auch oft unterwegs, also wir sind auch außerhalb von unserem Jugendmedienzentrum Connect in Fußgängerzonen und anderen Veranstaltungen. Und da ist es so, dass wir da ein ganz anderes Studio haben. Und wie dieses Studio ausschaut, das soll euch der nächste Clip zeigen. Wir haben euch da ein paar Bilder zusammengestellt, die unser Studio zeigen. Seid gespannt, was ihr gleich zu sehen bekommt. Und dann würde ich sagen, Film ab, unser mobiles Studio. Ja, vielleicht habt ihr es ja schon erkannt, die Rikscha auch mal irgendwo in der Fußgängerzone gesehen oder durch Fürther Straßen fahren. Das ist unser mobiles Studio, mit dem wir auch immer vor Ort sind und mit dem wir auch live senden können von allen möglichen Orten, wo wir eingeladen wurden, wo wir vorbeischauen oder wo irgendwelche Feste sind, wo angekommen in Fürth dabei ist. Ja, diese Aktionen und diese Projekte sind natürlich auch immer ganz tolle Sachen, wo wir dann ganz viele verschiedene Jugendliche und andere Menschen treffen, mit denen quatschen, wo wir Filmprojekte machen. Und was so an einem Ort da so passiert, das seht ihr in unserem neuen nächsten Clip.
Und zwar vom türkischen Kinderfest, das ist doch schon ein bisschen her, das letzte Sommerfest, türkisches Sommerfest, Entschuldigung. Ja, da seht ihr mal so, wie das denn so außenrum ausschaut, was da so passiert. Ja, lasst euch überraschen. Hallo, wir sind heute hier auf dem Sommerfest von der Ditib-Moschee Mevlana in Fürth und wir wurden eingeladen von Refet Avci. Ja, müsse hoş geldiniz. Mein Name ist Mohamed Babat. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, bin 30 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Töchter, die sind 7, Zwillinge. Ja, und bin jetzt heute da, um ein bisschen was zu essen, ein bisschen sich zu unterhalten, Tee trinken und dass die Kinder auch ein bisschen Spaß haben und weiter auch ein bisschen so mit dem türkischen Tradition sich auch noch auskennen. Wir sind ja heute hier bei dem Festival von Ditib-Moschee und ich wollte mal fragen, was Sie hier heute machen. Also wir verkaufen Adana und wir haben halt Stand. Das ist halt für Moschee alles gedacht. Wir wollen Spaß haben und über unser Mevlana vieles wissen. Ja, weil meine Mutter gekommen ist und weil Döner gibt's und weil es Sommerfest ist. Und wir haben euch ja hier gesehen, ihr seid ja hier Mitwirkende bei dem Festival und ich wollte mal fragen, wer ihr so seid. Hallo, ich bin die Ebro. Und ich bin die Tuba. Und was macht ihr hier für Aufgaben? Also wir haben hier seit ein paar Tagen, tun wir die Stände hier aufbauen und haben uns schon früher getroffen und haben besprochen, was wir hier so verkaufen werden, also wie das aufkommt und so, das Marketing halt. Mein Name ist Petra Guttenberger, ich bin die hiesige Landtagsabgeordnete des Stimmkreises Fürth. Warum sind Sie heute hier? Ja, ich bin hier, weil ich das DITIB seit vielen Jahren kenne und weil ich es immer wieder schätze, mit den Mitgliedern hier auch auf einer niederschwelligen Art und Weise ins Gespräch zu kommen und mich über Entwicklungen zu informieren. Und manchmal kann man auch miteinander ein Stück des Weges gehen, um Fürth fortzuentwickeln. Also wir verkaufen jetzt hier für unsere Jugend, ich nenne mal für unsere Jugendabteilung hier ein bisschen Slush-Eis und ein bisschen Süßigkeiten, Süßigkeitenspieße und hoffen, dass es hier eben gefällt. Ja, und verdienen damit eben Geld, um eben unser Zimmer, um für unser Zimmer eben neue Sachen zu kaufen, damit wir eben mehr Jugendliche anziehen. Ich bin hier auch aus der Jugendabteilung im Vorstand und helfe meinen Freunden bei der Arbeit. Und ich mache gerade ein Interview. Ich mache heute hier einen Tupperware-Infostand. Oh, ich bin hier gewissermaßen der Hausmeister. Mein Name ist Orhan auf Türkisch, auf Deutsch Olaf. Und ich soll mich auch ich kümmere mich um alles ein bisschen. Normalerweise, wenn kein Sommerfest ist, dann ums Teehaus auch, Gartenanlage und die Moschee oben dann. Also so kann es vor Ort aussehen, so wird es sein, wenn ihr zum Beispiel auch Lust habt mitzumachen, könnt ihr da auch gerne Interviews führen und mit uns da mit heraus in verschiedene Veranstaltungen. Hier waren wir eben bei der DITIB-Moschee und haben dort auch verschiedene Leute interviewt und quasi mit unserer Rikscha sind wir da vorgefahren. Ja, ihr denkt euch jetzt vielleicht, ja gut, schön und gut, die machen ganz viele Clips, man sieht die manchmal hier live, was passiert eigentlich mit den Clips? Und da haben wir natürlich auch eine Sammelstelle, quasi unsere Website. Die findet ihr auf www.angekommen-in-fürth.de. Dort sind auch nochmal ganz viele verschiedene Clips, die wir über das letzte Jahr gemacht haben. So lange gibt es die Medienkampagne Angekommen in Fürth schon. Und da kann man auch mal durchgucken und sich ein Bild machen, was kommt denn da zum Beispiel auf mich zu, was könnte ich denn da zum Beispiel machen und da verschiedene Ideen vielleicht auch bekommen. Und wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr könnt natürlich auch auf Facebook gucken, da haben wir auch einiges gepostet oder auf unserem YouTube-Kanal, da findet ihr auch jede Menge von unseren Videos und schaut mal durch, klickt rein und guckt es euch an. Ja, wir sind fast schon am Ende unserer Sendung. Ich möchte euch noch einladen, beim nächsten Mal wieder vorbeizugucken. Wir haben die nächste Sendung wie immer im gewohnten Takt nach 2 Wochen, also am 17.12. senden wir wieder hier
vom Jugendmedienzentrum Connect aus live ins Internet zu euch. Und da haben wir einen speziellen Gast, nämlich das Christkind aus Fürth. Das kommt vorbei und wird ins Interview kommen. Das heißt, wir werden dem Christkind einige Fragen stellen und es muss antworten. Wird bestimmt spannend und mal gucken, was da rauskommt. Also schaltet ein am 17.12. um 18 Uhr wieder, wie gewohnt. Und ihr werdet mich und das Christkind oder vielleicht auch jemand anders mal gucken, ob sich bis dahin jemand gemeldet hat, der Lust hat mitzumachen. Gut, ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.